sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Zu dem Thema muss ich dann doch noch mal kurz was sagen. Ich möchte auch das Wort Heuchelei nicht in den Mund nehmen, weil dafür gibt es ja Ordnungsrufe, haben wir halt gelernt. Aber die Kollegen aus dem Wirtschaftsausschuss werden sich entsinnen, dass wir im Juni im Vorfeld des Konjunkturpaketes der Bundesregierung eine Sitzung des Wirtschaftsausschusses hatten, wo auch der Staatssekretär zugegen war, der sich vehement damals ausgesprochen hat, eben auch für eine Prämie für Verbrennungsmotoren. Ja, es ist anders gekommen. Die Kollegin Sarah Gillen hat zu Recht gefordert, was wir auch immer gefordert haben, wenn wir über Antriebstechnologien reden, dann muss das technologieoffen und ideologiefrei passieren. Und gerade wenn wir die Meldungen aus der EU-Kommission von gestern hören, was die Frau von der Leyen plant, indem sie zum Beispiel die Absenkung der Flottengrenzwerte bis 2030 nochmal um 50% verschärfen will und dass die Kommission darüber nachdenkt, Verbrennungsmotoren auch in diesem Zeitrahmen komplett zu verbieten, dann muss uns klar sein, dass das für Ford, so wie sie jetzt aufgestellt sind, und für viele unserer Zulieferer hier im Saarland das Todesurteil darstellen wird. Vielen Dank.